Oh, nice Song. Den höre ich ja mal wieder gerne. Raincaller. Asmium. Da mache ich auch viel zu wenig von. Müsste eigentlich auch nochmal mit der Erzvermehrfachung anfangen. Das ist so ein Song, so ein bisschen so heiter, aber es wolkig. Ich nehme an, du weißt, wie ich damit meine. Das ist so ein Ding, der ist absolut, weiß nicht, der ist absolut nicht stimmungsabhängig. Weil der spiegelt einfach so komplett alle Stimmungen wieder. Ach, hier kommt man raus. Okay. Der gibt halt nicht so was komplett Negatives wieder, der gibt nicht was komplett Positives wieder. Oh, wie gesagt, halt heiter bis wolkig. Wenn ich mich richtig erinnere, diese Höhle habe ich komplett leer gemacht. Ja. Ah, zu einem großen Teil. Das lohnt nicht. Geht's noch weiter, okay. Aber nicht jetzt. Ich brauche halt auch mal langsam neue Fackeln. Das scheinen die letzten vier zu sein. Hallo? Herz. Oh. Hoppala. Eben gerade sage ich noch, aber nicht jetzt. Und jetzt hüpfe ich hier doch wieder nach oben. Ah, guck mal, bis hier war ich. Weiter noch nicht. Okay, keine Fackeln mehr. Ja, okay, viel kommt da aber auch nicht mehr, so wie es aussieht. Zinn. Osmium. Oben muss ich ja noch irgendwie gewesen sein. Oben sind ja überall Fackeln. Aber wie zum... Wie bin ich da hingekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier... den Weg irgendwie im Dunkeln zurückgelegt habe. Und da oben dann plötzlich wieder Fackeln gesetzt habe. Das sieht mir eigentlich nicht ähnlich. Merkwürdig. Hm. Ja, irgendwie werde ich das schon wieder gemacht haben. Zauberei oder so. Keine Ahnung. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Bad Yellow Reed. Hammer hier denn jetzt? Blut, Gravel, Flint. Flint, rein damit. Dirt ist mir nicht egal. Ah, guck mal da. Was ist denn mein Auge da? Dann nehme ich doch mal alles an Cobblestone mit.
Sehr schön. Ist da noch was an den Öfen? Nein, nein und nein. Nur Kohlen. Jetzt geht's wieder in die Nether und im Nether da lohnt es sich lieber einmal auf die F7, beherzt auf die F7-Taste zu schmettern. Nur Gleise haben wir leider nicht gefunden. Ziemlich schade. Jo, mach's gut, Richie, bis dann. Control-Click. Aber entweder erkennt er das Inventar unter sich nicht oder keine Ahnung. Scheint so. Dann würde ich mal was ausprobieren. Da würde ich direkt mal was ausprobieren wollen, aber dafür muss ich in die Staffel 2 fahren. Beziehungsweise so weit, wie man denn jetzt eben kommt. Und wenn wir dann irgendwo ausgebremst werden, mal zählen, wie viel Schalter wir noch brauchen. Warum jetzt der Sound weg ist, weiß ich übrigens nicht. Achso, sind ja nur zwei. Machen wir mal 5 Stück. Machen wir einfach mal 5 Hebel und das sollte dann reichen, denke ich mal. Und hier machen wir dann früher oder später machen wir auch noch irgendwie eine Bahnanbindung und machen da nochmal alles ein bisschen schick. So, haben wir noch gar nicht gebaut, sehe ich gerade. Warum nicht? Fluidacts habe ich gebaut, aber sonst noch nichts. Und Stromleitungen, okay. Servo brauchen wir? Nee, ja. Lapis auch noch damit rein. Die Enderperle. Nitterquarz. Iridanesit. Bla, hast du nicht gesehen.
Nein. Nö. Jo. Renn damit. Item Duck. Au. Ah, das Item Duck opak, das ist einfacher. Zinn und LED. Okay, war genau andersrum. Scheiße. Brauche ich noch eine Kiste, brauche ich noch. 8 Stück. Bauen wir mal eine Kiste. Einmal die Nacht skippen. Mal den Dirt auswählen und dann werde ich jetzt mal den ganzen Dirt da unten hin klatschen. Das ist jetzt hier schon eine schöne Rasenfläche geworden. Gab's da nicht auch irgendwie eine Materialkunde beim Dingens-Mod? Tinker's Construct. Gab's auch einmal Materials and You? Achso, Materials and You Teil 2. Ich weiß nicht mehr genau, ob da Materialien drin beschrieben waren oder ob da nur die Modifier und so weiter drin beschrieben waren. Ich erinnere mich, dass halt in dem einen Buch irgendwie die Modifier drin standen und wie man sie applied, aber und in dem anderen so praktisch die Grundsubstanz des Mods drin steht, aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube die Materialien außer so diesen einen Slime und so weiter, aber ich glaube, da steht nur Scheiße drin. Oder beziehungsweise da steht nicht Scheiße drin, aber da steht das drin, was ich jetzt nicht wissen will. So, 9 Stück. Ach, und 8 kann er jetzt nur placen, ne? Ja, genau. Dann nehme ich mir von hier noch einen weg. Gerne ja nix. So, wir haben da unten. Ja, ich sag ja, ich habe noch die Idee, dass das Haus da hinten mit dem Bereich hier zu verbinden. Denn hier auf jeden Fall den Bereich hier nochmal ein bisschen schick machen. Aber nicht jetzt, weil jetzt möchte ich mich erstmal gerne um den Nether zu Ende kümmern. Halt, stopp! Aber doch die Hebel vergessen. Einmal zurück, einmal die Schalter holen.
Mal 10 Stück fertig. Habe ich hier noch welche? Nö. Hier? Nö. Ne, sieht nicht danach aus. Kann ich da jetzt eigentlich... Ah ja, kann. Geht's denn auch umgekehrt? Oh, umgekehrt geht's auch. Okay. Nice wäre das ja, wenn man da noch irgendwie einen Geheimgang oben mit hinsetzt, aber boah, Alter, das ist wieder so eine fucking Redstone-Schaltung. Da hat sich dann beim Redstone auch so viel geändert, dass das nicht so so funktioniert, wie es in meinem Kopf ist. Das weiß ich ja schon. Zu. So, Feuer frei. Ah, das sieht doch schon langsam aus hier. Müssen wir demnächst nochmal Sand anladen, Kahn. Hier brauchen wir auch noch diese Unmengen an Glas. Für ein paar Glasfronten und so. So, und jetzt probiere ich mal einfach was. Dafür nehme ich hier jetzt einfach was weg. Hier muss auch noch was weg. Ja, ist ja gut. Kiste hin. Den Kollegen brauche ich. Den packe ich hier rauf. Item Duct. Servo. Nee, ist egal. Redstone Enable. Nein. Ja. Warum funktioniert das nicht? Ja. Hier so eine weitere schon mal nicht. Extraction. Extract all but one. Do not extract. Do not extract. Do not. Do not. Nö, nö, nö. Gott. Den kann man, glaube ich, nicht konfigurieren. Stimmt das Inventar nicht? Ah! Er braucht ein bisschen Zeit. Okay. Höchstwahrscheinlich, weil der Servo so klein ist und ich diese größeren Servos gewohnt bin. Würde ich jetzt mal tippen. Keine Ahnung. Hallo?